Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhersage mit einem weiteren Video für euch. Und diesmal ist das Video, nein, kein Unboxing-Video und kein Vorstellungsvideo, sondern wir sind hier noch auf Celine in Rügen. Und da dachte ich mir, mache ich doch gleich das Quiz fertig. Und zwar die Antworten für das Sandskulpturen-Quiz gebe ich euch jetzt noch hier in Celine. Und dann die Verlosung gibt es dann bei uns in Bayreuth. Deswegen werde ich mich dann auch dann von daher dann nach Bayreuth beamen und auch dann euch dann dort den Gewinner natürlich präsentieren. Denn es haben ja wirklich sehr viele zahlreich mitgemacht bei euch. Von euch. Und nochmal vielen herzlichen Dank, dass ihr euch da so viel Engagement gezeigt habt. Hätte nicht gedacht, dass so viel mitmachen. Und auf jeden Fall voll cool. Und natürlich der, wo das meiste gewinnt, den werde ich dann auch dann zu Hause noch euch dann bekannt geben. Die kommen alle in einen Lostopf rein und dann wird dann verlost, wer halt eben der Gewinner ist. Was es zu gewinnen gibt, weiß ich zur jetzigen Zeit immer noch nicht. Aber wenn ich dann zu Hause bin, also zurückgebeamt bin, dann weiß ich es. Deswegen noch ein bisschen Geduld. Ja, wir fangen einfach mal an mit den ganzen Skulpturen. Und ich muss mich auch entschuldigen für die ersten, für das erste Video da drin. Denn das waren nicht irgendwelche Berliner Radiosendungen, sondern das waren nämlich Film- und Fernsehpreise waren das nämlich und zwar und nicht das Berliner Kino oder keine Ahnung. Und das andere war auch dann noch das älteste Kino Deutschlands, diese Skulptur. Aber jetzt fangen wir mal an mit Nummer 1. Und jetzt die Nummer 1 ist natürlich Matrix. Ganz einfach gewesen und auch gut zu erkennen. Und jetzt kommt mal das Bild dazu, wenn ich jetzt eben jetzt aufhören zu reden. Die Nummer 2 war am Anfang für mich nicht gerade einfach. Ich dachte, was ist denn das für eine komische Skulptur? Ich dachte, vielleicht Ex-Maschinke ist das. Aber dann oben drüber hat man es ja gelesen. Ist natürlich Metropolis, ist klar. Und ja. Die Nummer 3, ganz einfach zu erraten, war natürlich Gladiator. Wirklich einfach. Die Nummer 4 waren ja 3 Skulpturen. Einmal Hulk, einmal Superman oder zum Man of Steel. Und natürlich an den Seiten, wo die Nummer draufsteht, war natürlich auch Spider-Man. War ja auch sehr einfach. Die Nummer 5, ja, ist klar, Star Wars, ne? C3PO, R2D2, Jabba the Hutt und Yoda. Natürlich haben die richtigen Protagonisten natürlich alle gefehlt, aber kann man nichts machen. Trotzdem sehr coole Skulptur und auf jeden Fall, es geht weiter mit der nächsten Nummer. Auch sehr einfach war natürlich James Bond. Hatten wir auch an dem... Hat mir auch an dem Auto und am Nummernschild gesehen, da stand nämlich JB007 dran und natürlich auch an der Front hinten das James Bond Logo. Ja, die Nummer 7 ist natürlich Batman. Hammermäßig die Skulptur von Batman, absolut grandios gemacht und natürlich auch hinten die Skulptur noch von Gotham City, absolut spitzenmäßig. Also es ist eins mit von den schönsten Skulpturen gewesen von dem ganzen Sandskulpturen Festival. Also absolut grandios. Die Nummer 8 war ja etwas schwerer diesmal. Und das war natürlich der Untergang mit Christopher Waltz. Ich habe auch mehrmals überlegen müssen, aber dann bin ich auch selber drauf gekommen. Aber es war nicht einfach, das gebe ich zu. Die Nummer 9, da habe ich mir auch am Anfang schwer gedacht, was ist denn das für ein komischer Film? Irgendwie Samurai-Film, dann habe ich es gelesen, Kill Bill. Aber natürlich ist es Kill Bill. Also war in dem Sinne auch recht einfach. Ja, die Nummer 10, die war wirklich sehr schwer, da wäre ich nicht mal selbst drauf gekommen, aber viele von euch haben das ja auch gewusst, also da muss ich sagen, Respekt. Aber das war der Blaue Engel, muss ich den Film noch nie gesehen mit Marlene Dietrich, kenne ich jetzt nicht unbedingt. Die Nummer 11 war natürlich Forrest Gump, schwer. War etwas schwierig zu erkennen, da etwas aufgedunst war der ganze Kopf, aber es war Forrest Gump. Die Nummer 12 war natürlich auch sehr einfach. Avatar, ist klar. Eins von meinen Lieblingsfilmen dabei und deswegen war es auch sehr leicht zu erraten. Die Nummer 13, auch ganz einfach zu sehen. Der Wolf und Kevin Costner, natürlich der mit dem Wolf tanzt, ist klar. Auch sehr schöner Film, natürlich auch sehr cooles Skulptur gewesen. Ja, und die Nummer 14, hammermäßig, hammermäßig. Harry Potter, ja, also die ganzen Skulpturen. Haben richtig echt geil ausgeschaut. Also man sieht es auch dann im Video, weiß ob es so rüberkommt, aber es war wirklich grandios und auf jeden Fall unbedingt mal angucken.
Die Nummer 15 war natürlich Herr der Ringe. Da fand ich ein bisschen diese komischen Fratzen an den Turm von Mordor etwas komisch. Aber es sollen, denke ich mal, Orks darstellen. Und der Gollum hat den hier gemacht. Das fand ich eigentlich ganz cool. Das sieht man gerade im Video so. Ich habe es erst dann später nochmal erst gesehen. Aber es fand ich richtig cool. Und natürlich war das Herr der Ringe. Die Nummer 6 war natürlich die Eiskönigin, völlig unverfroren. Und ja, den Film muss man lieben oder mögen oder hassen. Das kann man, also mir gefällt ein bisschen, aber trotzdem ist Kultur auch sehr cool. Dann die Nummer 17, Jack Sparrow und Davy Jones. Hammermäßig geil. Fluch der Krieg, einer meiner Lieblings-, also mit einer meiner besten Lieblingsfilme, wo ich habe. Und deswegen war diese Skulptur auch richtig geil. Und hammermäßig natürlich Fluch der Karibik Nummer 17. Ja, die Nummer 18 war ja wirklich, wirklich einfach zu erraten, denn es stand ja groß oben drüber, das Boot mit dem U-Boot, war wirklich auch cool, hat mir auch sehr gut gefallen. Die Nummer 19 natürlich auch sehr schön gestaltet, E.T., der Außerirdische, mit dem Mond und, den, und der Hand von E.T. und von der Menschenhand, wirklich super gemacht, schaut richtig gut aus und habt ihr auch alle gewusst. Ja, die Nummer 20 war auch etwas schwerer, aber es war Sissy. Da habe ich auch mal reingucken müssen in das Heftchen. Und ja, es ist nochmal Sissy gewesen. Die Nummer 21, die war wirklich etwas schwer. Da haben sich auch viele sehr schwer getan. Und das war nämlich Störtebäcker. Und der Film heißt nämlich 12 Meter ohne Kopf. Aber ich lasse auch Störtebäcker gelten, denn den Film, wie gesagt, habe ich auch noch nie wirklich gehört, aber ich denke mal, den werde ich mir mal angucken müssen, denn hier gibt es auch die Störtebäcker Festspiele. Und wir haben es jetzt nur ein einziges Mal gesehen, da jetzt dann die Emma dazwischen kam und es jetzt nun mal nicht geht. Deswegen werde ich mir auch mal den Film angucken. Aber auf jeden Fall die Nummer 21 war 12 Meter ohne Kopf, also Störtebäcker. Die Nummer 22, ja, war auch etwas schwieriger, man musste da schon genau hingucken. Es war natürlich Indiana Jones, ist klar, mit dieser Sandkugel, wo auf ihn zurollt. Und ich habe ihn eigentlich bloß erkannt an dem Hut und an der Peitsche. Sonst war es auch etwas schwieriger zu erkennen. Dann die Nummer 23 war natürlich König der Löwen. Hat man sehr gut erkannt. Hat auch wirklich sehr gut ausgeguckt. Hammermäßig. Ja, die Nummer 24 ist natürlich der weiße Hai Jaws. Saugeiles Teil. Riesengroße Sandskulptur gewesen. Und auch der Hai sich an sich auch. War richtig cool, da haben wir nämlich auch dann die Augen, war noch einmal ausgearbeitet mit den Pupillen, dass die wirklich sehr realistisch rüberkamen. Also der war wirklich richtig grandios. Klasse. Ja, die Nummer 25 ist ganz einfach gewesen, das Schweigen der Lämmer. Haben wir gut erkannt. Ja, die Nummer 26 war ein ganz schwerer Film. Da sind wir alle nicht drauf gekommen und da werdet ihr auch wahrscheinlich auch nicht drauf gekommen sein. Das ist nämlich ein DDR-Film aus den 70er Jahren gewesen, und zwar die Legende von Paul und Paula. Also von diesem Film habe ich noch nie was gehört. Und ich denke mir, also die, die natürlich älter sind, werden davon auch noch nie was gehört haben, aber es leider ist es, glaube ich, der Film, der wahrscheinlich keiner gewusst hat. Wenn es einer gewusst hat, dann hat der Däne auf jeden Fall schon mal gewonnen. Kann ich gleich mal sagen. Wer das weiß, Daumen hoch. Die Nummer 27 war wieder etwas einfacher, das war American Beauty. Hat man gut erkannt, auch an dem Covermotiv von den, mit den Rosen. Das war ja dann auch das Steelbook-Motiv von Mediamarkt. Ja, die Nummer 28, die war wirklich sehr schwer auch. Das war nämlich das Weiße Band. Auch ein deutscher Film, ein Schwarz-Weiß-Film, der ist schon, glaube ich, von 2008, glaube ich. Ein sehr guter Film, hat mir sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, war auch sehr schwer zu erraten und haben auch viele, glaube ich, auch falsch geraten. Aber ist nicht so schlimm, denn es kommen mehrere in die Lostrommel. Denn wenn man einmal was weiß, kann man auch nichts dagegen machen. Ja, dann sind wir eigentlich mit den ganzen Filmen vorbei und jetzt geht es zu den TV, zumindest zum Fernsehen noch, und das machen wir jetzt mal jetzt. Die Nummer 29 war natürlich die Tagesschau, war ja auch recht einfach auch zu erraten. Die Nummer 30 war der Bob, der Baumeister, ne? Ist klar, ist jetzt nicht mehr unsere Kindheit gewesen, aber trotzdem erkennen wir ihn ohne Probleme, dass Bob der Baumeister ist. Dann natürlich 31, das Sandmännchen, also wer kennt denn das Sandmännchen nicht? Haben wir jedes Jahr, jeden Tag angeguckt, um 18 Uhr kam es, um 19 Uhr kam es immer dran, auch bei uns. Und natürlich haben wir es auch angeguckt.
Die Nummer 32, Lonely Tunes oder auch alleine nur die Tweety, auch sehr cool gewesen. Sehr schöne Figur, auch hammermäßig. Nummer 33, eine meiner Lieblings-Kindersendungen gewesen, die Sendung mit der Maus. Sehr schön. Die Nummer 34, klar, Wer wird Millionär mit Günter Jauch, auch gut zu erkennen. Die Nummer 35 war natürlich Wetten, dass mit Thomas Gottschalk. Aber Thomas Gottschalk, das war nicht kein Thomas Gottschalk. Also muss ich ganz ehrlich gestehen, der war wirklich sehr schlecht dargestellt, aber gut. Er hat auch sehr viel Locken, ne? Und das ist etwas schwieriger gewesen. Die Nummer 36, eine Serie, die ich überhaupt nicht kannte oder kenne. Am laufenden Band natürlich. Steht auch sehr gut dran. Die Nummer 37 ist natürlich Tatort, weil er auch gut zu erkennen war. Die Nummer 38 war Tutti Frutti. Auch diese Serie habe ich früher mal geguckt. Früher, ganz früher. Das ist aus den 70er Jahren, ja, aber ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Und ich muss mal bei YouTube gucken, ich selber mal, was es für eine Serie ist. Und die Nummer 39 ist natürlich ganz einfach die Mainzelmännchen vom ZDF. Und dann sind wir auch schon mit den ganzen Antworten durch. Und wir machen dann mal weiter mit der Verlosung. Und dazu beame ich jetzt mich mal zurück nach Bayreuth. Bis gleich. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Juhu! Ja! Aber ich habe mich in den falschen Raum gebeamt. So ein Mist. Jetzt bin ich im DVD-Zimmer. Ich muss doch an meinen Schreibtisch, zumindest an meinen Arbeitsplatz, wo ich meine Videos drehe. Na gut. Endlich bin ich wieder am richtigen Platz, wo ich hingehöre. Ja. Und ihr wollt jetzt bestimmt den Gewinner wissen von dem Sandskulpturen-Quiz. Ja, aber erstmal, was gibt's zu gewinnen? Das erfahrt ihr jetzt auf diesem Bild. Ja, jetzt nochmal in echt zu sehen. Einmal hier eben diesen Rubocop-Anhänger. Dann hier eine Drillerpfeife. Sowie ein Mini-Megafon. Und ein Lego-Bausatz von Lego City. Ein T-Shirt. Oh nein! Ein T-Shirt. Und der Hauptgewinn ist natürlich auch hier Chubby im Medium- und Saturn-exklusiven Steelbook. Und ich habe was zerstört. Die kleine Grappe. Aber ich werde sie mit Sekundenkleber wieder retten. Und dann bekommen wir trotzdem zugeschickt. Es tut mir leid. Es tut mir so furchtbar leid. Nein. Ja, okay. Wie machen wir das? Ich werde jetzt 5 Plätze nominieren. Zumindest die ersten 5 Plätze nominieren. Und wer auf Platz Nummer 1 ist, oder die auf Platz Nummer 1 sind, die kommen an die Lostrommel hier rein. Natürlich auch hier. Und dann wird dann der Gewinner entschieden. Oder natürlich auch so ein einzelner Gewinner bloß dabei ist. Kann auch sein. Ja, auf Platz Nummer 5 ist der liebe Robin von Robins Filmlounge. Der hat leider 5 Fehler hier begangen. Aber man kann ja alles wissen. Dann auf Platz Nummer 4 ist der Quiz Square. Der hat nämlich 4 Fehler in dem ganzen Quiz. Auf Platz Nummer 3 sind gleich mal 3 Leute dabei. Einmal der Mad Max, einmal der MB und einmal der Tom Kohlberg. Die haben jeweils 3 Fehler. Auf Platz Nummer 2, jetzt ist es langsam spannend, sind auch wieder mehrere Plätze vergeben. Nämlich genau 4 Stück an der Zahl. Und es ist einmal der Silbermoon 1975. Der hat nämlich auch das weiße Band gewusst. Super, echt super. War jetzt eins von den schwersten dabei. Dann der Slane McGrath hat auch nur 2 Fehler. Mickey und Milloway's Filmuniversum, Entschuldigung, ich habe wieder verkehrt ausgesprochen, haben auch nur 2 Fehler. Und der Sven
hat auch nur zwei Fehler. Herzlichen Glückwunsch, ihr wart schon mal sehr gut. So, auf Platz Nummer 1 und der Gewinner dieses Quizzes, oder die Gewinner, aber ich muss euch sagen, es ist nur ein einziger auf Platz Nummer 1, denn er hat nur einen einzigen Fehler gemacht. Und er hat natürlich auch die Legende von Paul und Paula gewusst, haben auch, jetzt auch andere noch dazu noch viele gewusst. Und der einzige Fehler, der er gemacht hat, war Nummer 28, wo andere wussten, das weiße Band. Doch er hat leider die Asche meiner Mutter geschrieben. Ansonsten hat er alles gewusst. Und es ist der Björn Kramer. Herzlichen Glückwunsch, lieber Björn. Du hast wirklich alles fast richtig. Ich bin wirklich begeistert. Ich habe gedacht, dass wirklich einer, so viel ich weiß, es schafft, so wenig Fehler zu machen. Also echt cool, super. Und du hast auf jeden Fall diese ganzen Gewinne verdient. Deine Adresse müsste ich, glaube ich, noch irgendwo haben. Und dann kommt es im Ganzen zu dir nach Hause geschickt, in einem großen Paket. Und die kleine Krabbe hier muss noch ganz fix noch reparieren. Es tut mir furchtbar leid, dass mir kaputt gegangen ist. Ja, auf jeden Fall, liebe Filmfreunde, alle anderen, die mitgemacht haben, vielen herzlichen Dank für euer Mittun und natürlich auch mit eurem Rätseln. Ich weiß, es sind nicht alle mit dabei, denn andere haben etwas mehr Fehler gemacht und die wollte ich jetzt unbedingt aufziehen, weil Platz 1 bis 5, die müssten eigentlich langen. Auf jeden Fall auch die natürlich auch vielen herzlichen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und ich freue mich auch schon beim nächsten Quiz, wenn ich euch eins mache. Wann? Weiß ich noch nicht, denn das muss ich immer ganz spontan so entscheiden. Auf jeden Fall noch viel Spaß auf meinem Kanal und ihr alle könnt mich und abonnieren, wenn ihr möchtet. Wenn ihr keine Quiz verpassen möchtet und auch keine Gewinnspiele, Entschuldigung, ich habe jetzt einen Kratzen im Hals, abonniert mich und natürlich auch noch viele weitere Sachen, Unboxings, Reviews, alles was es so gibt. Und man sieht sich. Tschüss mit Ö und Adios. Tschüss.